So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben heute wieder was ganz Besonderes vor. Ihr seht, schwarz gekleidet, sehr edel, ne, immer noch. Hier fehlt nur noch dieser Priesterschal, also diese Halskrause, dann wäre es mein neuer Beruf, mein neues Hobby. Wir wollen heute eigentlich mal Mega Voltenso entwickeln. Es war ja gestern am Donnerstag, also hier ist jetzt gerade Freitag, ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade. Am Donnerstag war die Mega Raid-Stunde, das allererste Mal, dass es eine Raid-Stunde gab mit Mega Raids. Die Raid-Stunde ist ja immer am Mittwoch 18 bis 19 Uhr. Gestern haben sie das also am Donnerstag gemacht, 18 bis 19 Uhr mit Mega Raids. Und Mega Voltenso war in den Raids. Jetzt haben wir Mega Raids für Zuschauer gemacht mit Voltenso, damit ihr die Möglichkeit habt, das Mega Voltenso zu raiden. Ich habe sogar ein paar mitgemacht, dass ich die 400 Energie voll habe. Wenn wir jetzt mal hier in den Megadex gucken, hier fliegt schon wieder der Schnee rum. Wir sehen, wir haben bis jetzt alles hier drin, ja. Wir haben alles hier in männlich, weiblich, shiny. Ist auf jeden Fall alles entwickelt. Manche habe ich schon 10-mal entwickelt, wo ich früher gedacht habe, was willst du mit den Teilen, wenn die nicht eh beständig sind. Mittlerweile muss ich sagen, finde ich das trotzdem ganz cool, da man die einfach dann die Energie überall hinterhergeworfen bekommt, gefühlt. Und wenn ihr doch mal eins entwickelt oder mit kämpfen könnt, gerade in einer Raid-Stunde oder irgendwas, ist das eine feine Sache. Voltenso brauchen wir auf jeden Fall jetzt, männlich, weiblich, shiny. Haben jetzt ein bisschen was gesammelt. Wenn wir mal Voltenso eingeben, Voltenso, zack, haben wir hier ein 100%iges weibliches und hier ein shiny männliches. Das wäre also perfekt. Ich werde also, das können wir mal noch pushen auf Level 40. Ja gut, so viel war da jetzt nicht zum Pushen. Einfach mal Power-Ups, 50 Energie noch dazu, also 50 WP dazu, ein KP dazu. Und dann können wir die Mega-Entwicklung durchführen. Ich habe genau 400 Mega-Energie. Wir machen die jetzt auf 3580 kommen das. Ist jetzt leider nicht so heftig, ja. Sieht auch nicht so heftig aus, muss ich sagen. Es ist auf jeden Fall im Mega Pokédex registriert. Den meisten reicht das jetzt schon. Die sagen, gut, ich habe es jetzt drin, das reicht mir vollkommen. Ich möchte aber natürlich trotzdem noch ein weibliches und am besten das Shiny, dass man das auch mal entwickelt hat und auf der Hand hat. Das hat jetzt Ladestrahl und Stromstoß und wir werden damit jetzt auch einen Raid machen. Das heißt, ich suche mir jetzt den heftigsten, größten, brutalsten Raid-Boss, den es überhaupt gibt und melde mich natürlich gleich im Raid zurück. So, da bin ich wieder zurück und ich habe mich natürlich für den heftigsten, wildesten, krassesten Raid-Boss ever entschieden. Dann guckt ihr mal in die Beschreibung, guckt mal in die Nearby-Liste. Wir haben da ein Voltolos, wir haben da ein Voltolos. In 8 Minuten geht auch noch ein Voltolos auf und wir nehmen uns natürlich diesen heftigen, das heftige, wie auch immer, Zaplatin zur Brust. Und das hat mehrere Gründe. Erstens, wäre das jetzt zu stressig, wieder 500 Leute einzuladen, da muss ich wenigstens keinen einladen, wenn ich den poste. Ich glaube nicht, dass sich da jemand einträgt, obwohl manche aus Spaß hätten das bestimmt trotzdem mitgemacht. Dann muss ich ja sowieso für die eine Medaille, wir können ja schon mal rein, das kann ich ja gleich labern. Moment, so. Vor allem Freunde einladen. Wir machen uns mal den Scherz, wir laden einfach mal hier Freunde ein, die gerade online sind. Mal gucken, ob jemand reinkommt. Und vor allem müsste ich dann natürlich das Mega Voltenso noch auswählen. Sonst war das alles für den Arsch. Wer ist denn hier noch? Andy Project können wir noch mitnehmen. Christian können wir mitnehmen. Und die Kaffeetante nehmen wir mal mit. Die klingt lustig. Wir gucken, ob jemand reinkommt, ob jemand mitmacht. Jetzt müssen wir uns aber hier das Mega Voltenso suchen. Finde ich das denn? Hier, genau. 3580. Ist zwar eigentlich sinnlos, weil das ist Elektro. Zaplatin ist ja auch irgendwie mit Elektro. Ist das Elektrowasser oder nur Elektro? Ich weiß es nicht. Ansonsten, wenn das noch mit Wasser wäre und ich würde mit Elektro angreifen, wäre das wenigstens noch irgendwo sinnvoll. Ich glaube aber, das ist nur Elektro und deswegen... Es ist auf jeden Fall schwach. Ich müsste also keine Probleme haben. Ich kann mich jetzt auch mal hier dranhängen. So. Es gibt ja noch zwei Medaillen im Spiel, die ich natürlich noch pushen möchte. Das ist zum einen die Champion-Medaille. Das heißt... Die Kaffeetante ist in den Raid gekommen. Grüße gehen raus. Mal gucken, ob die drin bleibt. Die hat bestimmt gerochen, dass es Video gibt. Nein, es gibt die Champion-Medaille. Das heißt ja,
wenn ihr legendäre Raids macht, zählen die zur, zur legendären Raid-Medaille. Und wenn ihr halt die, wenn ihr die anderen Raids macht, ne? Alles, was nicht legendär ist, zählt zur Champion-Medaille. Ich weiß immer nie, was ich für Raids machen soll, die nicht legendär sind, was sich da lohnt. Deswegen bietet sich so ein Zappler-Ding ja irgendwie an, aber irgendwie ist es auch Verschwendung, ein bisschen, könnte man sagen. Trotzdem kann ich damit jetzt die Champion-Medaille pushen. Eiferschaf ist auch drin. Grüße an Hannes. Hannes und die Kaffeetante machen gemeinsame Sache. Jetzt schaffe ich den Raid bestimmt ganz locker. Gleichzeitig gibt es auch noch die Medaille, wo man eben, wie heißt das, verschiedene, 150 verschiedene Formen oder 100 verschiedene, 150 verschiedene Arten von Pokémon in Raids bekämpfen muss. Und da ich ja eigentlich immer nur die 5er Raids mache und da ist ja immer nur derselbe Typ drin und dasselbe Pokémon, haben die viele schon auf Gold und ich eben nicht. Deswegen muss ich auch mal andere Pokémon raiden, wie zum Beispiel das. Dann zählt das also für 2 Medaillen dazu. 100er bräuchte ich jetzt natürlich nicht. Shiny gibt es auch nicht von dem Teil. 20 Bonbons gibt es, das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich frage mich trotzdem, wieso die zwei jetzt da mitgemacht haben, aber wird wohl der Spaß an der Freude sein. Finde ich auf jeden Fall sehr genial. 3-1 auf das kleine Zappler-Ding. Leider ist das Handy irgendwie schmierig, das heißt, der Ball ist eben weggeflutscht. Wir können also 2 Medaillen pushen, wir können das mal ohne Stress ausprobieren. Das mega Voltenso, im Endeffekt hat es gar keinen Schaden gemacht, sondern die anderen haben den Schaden gemacht. Ich hatte nur Glück, dass die mitgemacht haben. Einfach fabelhaft, also wenn es jetzt nicht drin bleibt. Und es bleibt nicht drin. Alter, das ist schlimmer als ein 5er, oder? Guckt euch das an. Wir bleiben aber dran. Wir nehmen die gelben Beeren bis zum Schluss. Und da ist es drin. Wenigstens passt das Wetter in-game zum Wetter, was auch out-game ist. Da es ja hier wirklich schneit. Ne? Wir bewerten das auch mal. Und haben ein... schlecht? Aber egal, es kann ja auch nichts dazu. Jetzt wollen wir natürlich, was wir sowieso machen wollen. Ich kann euch den Pokédex nochmal zeigen. Da wir jetzt das Mega entwickelt haben, müsste das jetzt also einmal drinstehen. Hier, es ist ausgefüllt. Wir sehen das weibliche, das Shiny-Logo ist auch da. Wenn ihr da drauf drückt, seht ihr schon, wie das Shiny aussieht. Ihr müsstet also gar kein Shiny entwickeln. Es reicht, wenn ihr ein männliches, weibliches entwickelt, egal was für welche. Ich will aber immer so perfektionistisch sein, dass ich trotzdem sage, ich versuche immer ein männliches Shiny und ein weibliches 100er oder ein weibliches Shiny und ein männliches 100er zu machen. Und weil wir das Voltenso... weil das 100er männlich war, weiblich meine ich, entwickeln wir sinnloserweise für nochmal 200 Mega-Energie jetzt einfach das Shiny. Kommt auch nur auf 3100. Das heißt, ich habe gar keine Mega-Energie mehr. Ich kann das gar nicht mehr entwickeln. Mit den 200 hätte ich das jetzt noch 4, 8, 12, 16... Mit den 200 Mega-Energie hätte ich das 100er noch 4-mal entwickeln können. Stattdessen haben wir jetzt das entwickelt. Warum nicht? Machen wir halt mal einen Screenshot. So, hat jetzt auch Ladestrahl und Funkenflug. Drück mal nochmal drauf und ansonsten war es das eigentlich. Und wir können sinnloserweise wieder heimgehen. Wir gucken uns aber trotzdem nochmal den Pokédex an, wie der jetzt aussieht. Wenn ihr nämlich jetzt drauf geht, seht ihr, dass da alles ausgefüllt ist. Männlich ist ausgefüllt, weiblich ist ausgefüllt, Shiny ist ausgefüllt. Und so versuche ich das eigentlich immer bei jeder Mega-Entwicklung zu handhaben. Wie gesagt, war gut, dass am Donnerstag diese Mega-Raid-Stunde war. Lennart hat er auch häufig eingeladen. So musste ich mir gar keinen Raid großartig suchen. Grüße gehen raus an Lennart. Auch ein paar andere haben eingeladen. Die Namen habe ich mir jetzt leider nicht gemerkt. Ging also fix, warum nicht? So eine Mega-Raid-Stunde, wenn es einen neuen Mega-Raid-Boss gibt, können sie ruhig öfters machen. Hilft bestimmt auch vielen, war für uns auch cool, als wir die Raids vermittelt haben, dass wir immer einen Raid hatten, den wir den Leuten anbieten konnten. Also so schlecht ist das nicht, auch wenn das Interesse natürlich nicht so groß ist wie bei einer normalen, legendären Raid-Stunde. Habt ihr schon Mega Voltenso geraidet? Habt ihr schon eins entwickelt? Was habt ihr für eins entwickelt? Ein Shiny, ein 100er? Habt ihr kein 100er? Habt ihr ein anderes Gutes entwickelt? Schreibt's mal in die Kommentare. Ansonsten war es das von meiner Seite aus.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ui, oder so. Keine Ahnung, wer hört auf damit.